basierend auf tatsächlichen Begebenheiten aus dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Hier sind die Wasser Mormon. Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und willens seid, des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei. Ja, und willens, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen und allzeit und in allem und überall, wo auch immer ihr euch befinden mögt, selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten, damit ihr von Gott erlöst und zu denen von der ersten Auferstehung gezählt werdet, damit ihr ewiges Leben habet. Nun, ich sage euch, wenn das euer Herzenswunsch ist, was habt ihr dann dagegen, euch taufen zu lassen? Zum Zeugnis, dass ihr mit ihm den Bund eingegangen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten, damit er seinen Geist reichlicher über euch ausgieße. Alma! Das ist unser Herzenswunsch. Helam, ich taufe dich, bevollmächtigt vom allmächtigen Gott, zum Zeugnis dafür, dass du den Bund eingegangen bist, ihm zu dienen bis zu deinem irdischen Tod. Und möge der Geist des Herrn über dich ausgegossen werden und möge er dir ewiges Leben gewähren. Durch die Erlösung durch Christus, den er von Grundlegung der Welt an bereitet hat.